Die Marktgemeinde Ort an der Donau liegt im südöstlichen Machfeld am Nordrand der Donauauen im Herzen des Nationalparks. Die Gemeinde entwickelt sich aus einer Ansiedlung, die bei einer Überfahrt an einer wenig verästelten Stelle der Donau entstanden war. Eine erstmalige urkundliche Erwähnung findet sich im Jahre 865. Die heutige Struktur des Ortes lässt noch die alten Ortsteile erkennen, die in der Folge zum Markt zusammengewachsen sind. Das Marktrecht erhält Ort 1362. Im Jahre 1819 werden die alten Marktprivilegien mit 2 Jahrmärkten erneuert. In der Zeit des ersten osmanischen Einfalls, 1529, hat der Ort und seine Umgebung schwer unter den Einfällen der osmanischen Streitscharen zu leiden. Weite Landstriche werden entvölkert. Um dem entgegenzuwirken, siedelt man Kroaten an, die jahrhundertelang den Großteil der Bevölkerung stellen. Ein historisch näher liegendes Ereignis ist die Aubesetzung, nicht die Besetzung der Hainburger Au 1984. Hier geht es um den Siedlerputsch von Oberau. In der Nacht vom 16. auf den 17. September 1926 besetzen rund 120 Personen, meist Arbeitslose aus Wien, ehemalige Jagdgründe von Franz Ferdinand im Bereich der Oberen Au bei Ort an der Donau. Sofort wird mit der Urbarmachung begonnen und ein Zeltlager errichtet. Die neuen Siedler sind im Verein Kolonien in der Heimat organisiert, dessen Vorsitzender der Sozialdemokrat Josef Wagner ist. Die Behörden sind ratlos. Die Siedler erklären, unter keinen Umständen das Land zu verlassen. Die mediale Berichterstattung verschafft den Siedlern viel Zulauf. Die Zahl wächst in wenigen Tagen auf über 800 an, bevor sich niederösterreichische Gendarmen und Polizisten aus Wien in Position bringen. Nach mehrwöchigen Verhandlungen wird die Oberau letztendlich friedlich geräumt. Den Siedlern wird zugesichert, dass sie an einer anderen Stelle Land zur Verfügung gestellt bekommen. Im November 1926 verpachtet die Republik am Kaiserplateau bei Reckerwinkel eine gerodete Fläche an die Arbeitslosen. Die Gründe werden 1966 an die Pächter abgegeben. Nach dem kurzen Abriss der Ortsgeschichte wenden wir uns der Historie des Schlosses zu. Im Jahre 1021 wird die ursprüngliche Wasserburg erstmals urkundlich erwähnt. Jahre später ist es im Besitz des Bistums Freising. Seit dem späten 11. Jahrhundert ist Ort im Eigenbesitz des Bistums Regensburg. Bis zur Säkularisierung 1803 hat das Bistum auch die Lehnshoheit. Verwaltet wird der Besitz durch Vögte oder Adelsgeschlechter als Lehensnehmer. Überliefert sind die Grafen von Bogen, Graf Gebhard von Sulzbach und von 1188 bis 1235 die Hofreien von Lengenbach. Die ehemalige Vierflügelanlage wird in der Babenberger Zeit von den Herren von Lengenbach errichtet. Die Lengenbacher sind ein bayerisch-niederösterreichisches Adelsgeschlecht. Das Zentrum ihrer Herrschaft ist die Burg Neulengbach. Die Besitzverhältnisse der Burgort über die Zeit ist, wie bereits erkennbar, reichlich kompliziert. Nach den Lengenbacher folgen die Schauenberger. Ihre Stammburg ist die heutige Ruine Schauenberg in Hartkirchen. Gesichert ist, dass die Grafen von Schauenberg unter König Ottokar in den Besitz von Ort kommen.
Heinrich von Schauenberg verkauft sein Lehen 1377 an Herzog Leopold III. Von Habsburg. Die Habsburger vergeben Ort je nach Bedarf als Afterlehen oder als Pfand weiter bis zu Zeiten Josefs II. In 1452 kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Kaiser Friedrich III. Und den niederösterreichischen Ständen. Ort wird von einem Heer der niederösterreichischen Stände unter dem Kommando von Ulrich von Eitzing für Ladislaus Postumus vorübergehend eingenommen. Nach der Rückeroberung durch die Truppen des Kaisers wird Gerhard Frohnauer als Pfleger der Burg eingesetzt. In 1460 steht wieder ein kaiserliches Heer vor der mit einem Tabor verstärkten Burg. Gerhards Bruder Gammaret Frohnauer betrachtet die Burg widerrechtlich als Erbe, was dem Kaiser natürlich nicht gefällt. So wird die Burg wieder von kaiserlichen Truppen belagert, mit schweren Geschützen beschossen und nach 8 Wochen eingenommen. Gammaret flüchtet, es gelingt ihm, die Burg durch einen unterirdischen Gang zu verlassen. In 1487 ist der Pfleger Nikolaus Prolowitz gezwungen, Burg und Herrschaft an Matthias Corvinus zu verkaufen. Matthias Corvinus ist von 1458 bis 1490 König von Ungarn. Nach dem Tod des ungarischen Königs 1490 kauft Friedrich III. Ort wieder zurück. Der unter Kaiser Maximilian I. eingesetzte Pfleger Niklas Graf Salm der Ältere bekommt 1520 das Lehen Ort auf Lebenszeit geschenkt. 1523 wird das Lehen auf seine Nachkommen ausgeweitet. Im Jahre 1529 findet der erste Türkeneinfall statt. Die Burg wird verwüstet und in Brand gesteckt. Niklas Graf Salm der Ältere stirbt 1530 an den Verletzungen, die er als Verteidiger von Wien bei der ersten Türkenbelagerung erlitten hat. Sein gleichnamiger Sohn baut im selben Jahr 1530 die Burg als Schloss im Stile der Renaissance als Wohnsitz wieder auf. Im 16. Jahrhundert war der mittelalterliche Kastelltyp modern, sodass das Schloss älter wirkt, als es tatsächlich ist. Die Burg Ort ist nach der Renovierung ein Spiegelbild der Hofburg in Wien. In 1568 wird Schloss Ort an Barbara Beck von Leopoldsdorf, Verwitwete von Zinsendorf, verkauft. Zwanzig Jahre später gibt Hans Friedrich von Zinsendorf die Herrschaft im Tauschweg an Hans Wilhelm von Schönkirchen ab. In 1603 ist Ferdinand von Kontschin Lehensnehmer und zu Beginn des 17. Jahrhunderts besitzt Alban Freiherr von Graswein das Schloss als Lehen. Zeitweise ist Ort Witwensitz für Eleonore von Gonzaga, die zweite Frau von Ferdinand II. Ab 1639 wird Ort nur mehr als Pfandbesitz vergeben. 1639 ist Generalwachtmeister Gil de Haas im Pfandbesitz. Die Herrschaft muss den 30-jährigen Krieg und den Türkeneinfall von 1683 über sich ergehen lassen. Während des 30-jährigen Krieges erobern schwedische Truppen unter General Torstensson das Wasserschloss. Musik
1661 erwirb der ungarische Hofkanzler, Erzbischof Georg Zelepceni, den Pfandbesitz. . 1686 übernimmt Theodor Althet Heinrich, Reichsgraf von Stratmann, den heruntergekommenen Besitz und saniert das Schloss, baut um und aus. Im Zuge dieser Renovierung entsteht dabei das westseitige barocke Neuschloss. Im 18. Jahrhundert wird die Vierflügelanlage im Süden geöffnet. Wegen Baufälligkeit muss der südliche Trakt abgetragen werden und wird nicht wieder ersetzt. 1803 endet nach rund 700 Jahren im Rahmen der Säkularisierung die Regensburger Lehensoberhoheit. Als neuer Besitzer von Schloss und Herrschaft folgt Sebastian von Guldenstein, anschließend der Bankier Moritz Graf Fries. Von 1818 für 3 Jahre bis 1821 ist das Schloss im Besitz von Gräfin Caroline Lipona, die jüngste Schwester von Napoleon. Für weitere 3 Jahre, von 1821 bis 1824, ist wieder der Bankier Moritz Graf von Fries an der Reihe. Nach dem Konkurs seines Bankhauses verkauft Fries das Schloss an Kaiser Franz I., der es aus Privatvermögen erwirbt und dem Familienfonds zuschlägt, wo es bis 1918 verbleibt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt das Schloss eine zweite kleine Blüte. Unter Kaiser Franz Josef ist Schloss Ort, Sitz der Zentralverwaltung der Habsburg-Schlösser im Machfeld. Kronprinz Rudolf und Franz Ferdinand nutzen Ort als Jagdschloss. Auf Rudolf geht eine um das Jahr 1873 durchgeführte Neuausgestaltung der Innenräume im späthistorischen Stil zurück. Zwischen Schloss Ort und Schloss Meierling gibt es einen mittelbaren Konnex. Bis zum Jahre 1886 ist Schloss Ort das Jagdschloss Rudolfs. Josef Bratfisch, auch Nockerl wegen seiner Leibesfülle genannt, war Wiener Liedsänger und Kunstpfeifer. Rudolf lässt in Ort Schrammeln aufspielen und lernt dabei Bratfisch kennen, der auch einige derbe Lieder singt. Rudolf findet Gefallen an den Darbietungen von Bratfisch und macht ihn kurzerhand zu seinem Leibfjacker. . 1886 erwirbt Rudolf das Schloss Meierling und lässt es zu seinem Jagdschloss umbauen. Die weitere dramatische Geschichte ist bekannt. Man stelle sich vor, das Drama hätte sich in Schloss Ort abgespielt. Die Gedenkstätte wäre in Ort und nicht in Meierling. Okay, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Unsere historische Rundschau beenden wir bei der Pfarrkirche St. Michael. Die Kirche ist östlich vom Schloss positioniert. Eine Kirche wird erstmals urkundlich im 9. Jahrhundert genannt, konkret im Jahre 865. Die Pfarre wird vermutlich um 1100 vom Bistum Regensburg gegründet. Der Ort der Kirche war in Regensburger Lehen. In geistlichen Belangen unterstand sie aber dem Passauer Bistum. Die
ehemalige Wehrkirche ist von Wall und Graben umgeben. Der mächtige Kirchenbau mit einem hohen Wehrturm wird im Türkenkrieg 1529 bis auf die Krypta zerstört. 1568 stiftet Elisabeth Gräfin zu Salm eine neue Kirche. Nach der neulichen Zerstörung im Rahmen des Zweiten Türkenkrieges 1683 wird die Kirche ab dem Jahr 1689 unter dem Grafen Stratmann mit Erhaltung des spätgotischen Kernbaues wieder saniert und barockisiert. Der Turm erhält im Zuge dieser Sanierung seine heutige Zwiebelform. Die Triumphbogenwand im Inneren der Kirche zeigt eine Wappenkartusche der Grafen Stratmann, von Puten gehalten, mit der Jahreszahl 1688. Die barocke Kanzel ist aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Sie ist reich vergoldet. Am Chor befinden sich zwischen gedrehten Säulen die vier Apostel. Der Hochaltar stammt aus dem Jahre 1780. Das Altarbild mit der Darstellung des Erzengels Michael wird 1819 von Johann Nepomuk Höferl gemalt. Es ist ein Geschenk der Gräfin Lipona. Ebenfalls aus 1819 stammt der Pfarrhof. Die hölzerne Orgelempore auf Eisenstützen entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Deckengemälde werden 1950 von Professor Hans-Alexander Brunner neu geschaffen. Musik. 1711 stiften die Grafen Stratmann eine Mariensäule am Markt, eine Steinsäule mit einer Figur der Maria Immaculata. Musik.